Der Glaube der Götter. Ominösus betrachtet den Palast der Finsternis respektvoll, aber keineswegs ängstlich. Nachdem er das Gebäude gemustert hatte, drehte er sich zu dem Skelettfährmann um und sprach arrogant zu diesem: Wartet hier auf mich, es wird sicher nicht lange dauern. Norak hob seine Hand vor die Kapuze und wackelte leicht mit ihr, um anzudeuten, dass er sich dieser Aussage von Ominösus nicht ganz sicher war und er an eine Rückkehr zweifelte. Ominösus war von dieser Geste nicht besonders begeistert, doch er fasste seinen Mut zusammen und erklimmte gezogenen Schwertes die dunklen Obsidianstufen des Palastes und durchschritt die Pforte, um in einen großen Saal zu gelangen, der wohl als Eingangshalle diente. Der Boden war geziert mit rautenförmigen Kacheln, deren Basis Farbe schwarz war. Jedoch da, wo sie Ecke an Ecke auf andere Kacheln trafen, befanden sich violette Ornamente in V-Form. Der Raum war so hoch, dass man die Decke nicht sehen konnte, denn schon nach einigen Metern war die Luft, die mit Schwefel und Rußteilchen übersättigt war, dermaßen verdichtet, dass ein Durchblicken nicht mehr möglich schien. Langsam und achtsam trat der Held durch den Raum, in dem die Sicht nur wenige Meter weit war. Selbst die blauen, kugelförmigen Leuchten an den regelmäßig angeordneten Säulen spendeten kaum genügend Licht, um sich zu orientieren. In dem Wald aus Säulen, welche weniger Säulen als emporragende Zacken waren, die in etwa 10 Meter Entfernung zueinander standen, taten sich nur die Lücken zwischen ihnen auf, sodass man gerade mal die nächsten zwei Säulen erkennen konnte. Es glich einem wirtschaftlichen Wald im dichten Nebel und die blauen Lichtkugeln wirkten wie Irrlichter, welche den Weg zu der nächsten Säule weisten. Ein bedrohliches Grummeln hallte durch die Halle, gefolgt von einem fauchenden Stöhnen. Ominösus war es sofort klar, dass er es mit Verzerrus, dem dreiköpfigen Höllenhund und Haustier von Höllis, zu tun bekommen würde. Auf das Grummeln folgten tiefe, schwere Stampfgeräusche, die sich langsam zu nähern schienen. Ominösus hielt inmitten der Orientierungslosigkeit des isotropen Raumes an und lauschte aufmerksam den dumpfen Schritten. Noch immer näherten sie sich, und schon bald sah er Verzerrus, welcher bestimmt frontal auf ihn zukam. Sicher hätte dieser sich auch von allen anderen Richtungen nähern können, doch offenbar sah er nicht auf einen Hinterhalt. Ob es Ehre, Stolz oder einfach nur Appetitlosigkeit war, welche den Höllenhund dazu trieb, sich nicht brachial auf den Eindringling zu stürzen, so wie Legenden es eigentlich immer beschrieben, wird wohl ein Geheimnis bleiben. Denn nachdem sich der, erstaunlicherweise nur einköpfige Hund, dessen dämonisch-muskulöse Gestalt Ominösus um das Dreifache überragte, vor diesen etwa 5 Metern Entfernung positioniert hatte, was den Helden dazu veranlasst hatte, eilig sein Schwert zu zücken, sprach der Höllenhund mit tiefer, hallender Stimme, die bedrohlich und einschüchternd wirkte: Wer wagt es, in die heiligen Hallen meines Herrn einzutreten? Welche Seele ist so vernarrt, hier ihre Nachricht zu finden? Ominösus schluckte, als er die bedrohlich brummende Stimme wahrnahm, die so laut hallte, dass er das Gefühl hatte, dass sie direkt seinem Geist entspringen mochte. Doch dann sammelte er allen Mut und brachte tapfer hervor: Ich bin Ominösus, Sohn des Mares. Seid ihr Verzerrus? Der Dämon betrachtete verwirrt seine erbauliche Gestalt und erwiderte dann zynisch: Sterblicher, vor euch steht ein riesiger Höllenhund inmitten der Unterwelt. Wer anderes als das Höllenwächter könnte dies wohl sein? Ich hörte, ihr hättet drei Köpfe, erwiderte Ominösus. Ihr eitlen Menschen, könnt ihr nicht einfach berichten, ohne zu träumen? Wozu belangte der Kopf ihn, als mit den anderen beiden stetig zu streiten? Könnt ihr Fantasie nicht von Realität trennen? Erwiderte Verzerrus düster. Dazu sind wir durchaus imstande, doch hüten wir uns, dies zu tun, denn nur wahrhaft großen Geistern ist es vergönnt, die Realität als Fantasie in einer Weise zu projizieren, dass nur ein anderer großer Geist diese in der Fantasie zu erkennen vermag. Doch ich bin nicht hier, um mit euch zu philosophieren, da mir dies nicht besonders liegt. Brachte Ominösus souverän hervor und bewegte mit diesen Worten den Dämon dazu, mit einer seiner Pforterpfoten aufzustehen, sodass der Boden kurz erbebte. Vor lauter Narr, seid ihr etwa gekommen, Telephonis zu retten? Erwiderte Verzerrus. Ominösus trat einen Schritt zurück, da er sich sicher war, dass die Worte, die seine Zunge gerade im Mund formte, den Höllenhund durchaus in Rage bringen würden. Doch dann sprach er bestimmt: So ist es, und ihr hindert mich nicht daran.
Ein kurzer Moment der Ruhe, in dem sich Ominösus geistig bereits auf einen Angriff gefasst machte, der jedoch ausblieb, da der Dämon, offenbar beeindruckt von Ominösus Mut, sprach, wobei er mit einer seiner Pforterpfoten auf einen der Säulen deutete. Seht ihr dieses Gebilde? Dies sind die Knochen meiner Vorgänger. Mit jedem wurde der Palast größer und kehrt ihr nicht um, so werdet ihr Teil des Palastes sein. Längst werde ich euch aus dem Hinterhalt auflauern und euch in einem Arm verschweißen können. Offen gestanden bin ich verwundert, dass dies nicht schon längst passiert ist. Allerdings sehen diese Säulen keineswegs nach Knochen aus. Sie erschienen so glatt. Erwiderte der Held trocken. So werden sie erst, nachdem ich sie mit meinem Feuer fast eingeschmolzen habe. Und wenn ihr nicht in meinem Magen enden wollt, rate ich euch, meine Geduld nicht länger zu beanspruchen und von dann zu ziehen. Sprach Verzerrus etwas genervt. Ich werde euch schwer im Magen liegen und schmecken werde ich euch auch nicht, denn ich bin meist sauer und eigentlich nie süß. Spottete der Held die Kreatur. Vielleicht habe ich deshalb auch keinen Appetit auf euch. Arroganz schmeckt immer sauer. Nur daher gebe ich euch jetzt ein letztes Mal die Gelegenheit zu gehen. Danach werden eure Knochen die Vorhalle zieren. Sprach der Höllenhund erbost. Sagt, ist es nicht ein unangenehmes Gefühl, ein Skelett im Stuhl zu haben? Das muss doch unsagbar wehtun. Und wie kommt ihr eigentlich an die Knochen? Stochert Höllis so lange in deinen Exkrementen rum, bis er sie findet? Boah, das ist echt widerlich, wisst ihr das? Provozierte der Held weiter und verspielte so seine Chance auf eine Flucht. Denn als er den Satz beendet hatte, holte Verzerrus mit seiner Pranke aus und schlug mit dieser seitlich auf Ominösus ein, welcher darauf vorbereitet war und sich so erfolgreich ducken konnte. Schnell stieß der Held sein Schwert in die Pranke, welche daraufhin anfing zu bluten. Eilig zog Verzerrus diese zurück und entriss Ominösus so sein Schwert. Dieser blickte die Kreatur entsetzt an, welche sprach: Ein reiner Glückstreffer. Das muss sich erst noch zeigen, erwiderte der Held. Wie ohne dein Schwert? Erkundigte sich der Höhlenhund. Das ist eine Überraschung, sprach Ominösus ohne zu überlegen, denn er wusste selbst noch nicht, wie er jetzt weiterkämpfen sollte. Verzerrus holte tief Luft und ließ einen Flammschwall in Ominösus Richtung, welches sich eilig hinter eine der Säulen hechtete und elegant abrollte. Er nutzte den Moment, wo die Flammen mit ihrem Krähenlicht den Raum erleuchteten und kaum ein Blick in ihre Richtung erlaubte, um schnell einer Säule weiterzurennen, sodass Verzerrus ihn nicht sehen konnte. Doch Verzerrus kannte die Tricks vieler an ihm gescheiterter Helden und wusste daher ganz genau, hinter welcher Säule sich Ominösus verborgen hatte. Fast spielerisch tapste die Kreatur auf die andere Seite dieser Säule und griff mit beiden Vorderpfoten gleichzeitig um diese. Doch wie erstaunt war Verzerrus, als er seinen tödlichen Griff schloss und nur glatte Säule spürte. Wo war Ominösus? Eilig streckte die Kreatur ihren finsteren Kopf hervor, an dem nur die Augen mit züngelnden Flammen leuchteten, um hinter die Säule zu blicken, jedoch ohne Ominösus zu erspähen. Noch immer die Säule umgreifend, blickte die Kreatur durch die Gänge, als sie auf einmal spürte, wie das Schwert, was bis dato noch in ihrer Pfote steckte, aus dieser herausgezogen wurde. Ein Blick in die Richtung verriet die Ursache. Ominösus, der clever genug gewesen war, die Säule ein ganzes Stückchen nach oben zu klettern, war mit den Füßen voran heruntergerutscht und auf der Pfote gelandet, wo er die Klinge aus dem blutenden Fleisch riss. Ohne zu zögern, schnellte Verzerrus mit geöffnetem Maul auf den Helden zu, um diesen zu verschlucken. Doch Ominösus unterschied sich durch einen wesentlichen und gefährlichen Wesenszug von anderen Helden, die sich einfach geduckt hätten und verschluckt worden wären. Seine beharrliche und stetige Verachtung des Todes. Denn entgegen aller Vernunft sprang der Held der Kreatur entgegen, mitten in den weiten, drachenförmigen Rachen, und verbohrte dabei sein Schwert in herabhängenden Gaumenzipfel der Bestie, welche dadurch so starke Schmerzen verspürte, dass sie nicht nur krampfhaft die Pfoten zusammenpresste und dabei die Säule splitternd zerbrach, sondern auch zurückschnellte und schmerzerfüllt mit dem Kopf hin und her wedelte, um den unliebsamen Peiniger loszuwerden. Dies gelang der Kreatur auch nach einigen hin und her, sodass es Ominösus samt Schwert aus dem Maul schleuderte. Elegant verführte der Held dabei einen Salto, um sich in der Luft abzufangen und auf den Beinen sicher zu landen, um heroisch
mit beiden Händen auf dem Schwert, welches er mit der Spitze auf den Boden stützte, vor der Kreatur zu posieren, welches sich noch schmerzvoll wand. Nachdem sie fiebend und jaulend langsam ihren Schmerz wieder unter Kontrolle brachte und fast demütig vor den Helden sich auf alle Viere legte, sprach Ominousos: »So ist's brav, fein Platz machen!« Gedemütigt gehorchte die Kreatur und verblieb auf dem flachen Bauch. »Und jetzt? Beide Pfoten auf die Augen, sodass du mich nicht mehr sehen kannst!« »Muss das sein? Das ist so demütigend!« fiebte der zu groß geratene Hund. »Na los!« befahl Ominousos dominant, woraufhin Verzehrus die Pfoten auf die Augen legte und kleinlaut erwiderte: »Hölles will ich dies nicht einfach so durchgehen lassen. Auch du landest eines Tages hier, in deiner vielen Untaten. Und dann will ich auf allen Vieren kriechen sehen.« »Nicht solange ich noch ein Wörtchen mitzureden habe. Ich habe noch einiges an Zeit.« Mit diesen Worten wendete sich der Held ab, doch dann hörte er ein klagevolles Wimmern, was von Verzehrus zu kommen schien. »Was ist denn?« fragte der Held mitfühlend, nachdem er sich umgedreht hatte. »Alles wird mich schrecklich strafen. Ich habe solche Angst.« erwiderte der Höllenhund. »Hey, Kopf hoch, gegen mich zu verlieren ist keine Schande. Höllis sollte das wissen.« erwiderte der Held zu dem verschreckten Hündchen. »Niemals wird das eingestehen. Ich kann nicht bleiben.« erwiderte Verzehrerus ängstlich. »Dann geh.« erwiderte der Held gelassen. »So einfach ist das nicht. Ich kann nicht ohne Herr sein. Ich erdulde keine Einsamkeit.« sprach das Hündchen und fügte dann, nachdem es die Pfoten von den Augen genommen hatte, hinzu: »Ihr scheint ein guter Mensch zu sein. Bitte nehmt mich mit.« »Niemals! Wie käme ich dazu?« erwiderte der Held erstaunt über diesen obskuren Vorschlag. Auf einmal schwanden die Flammen aus den Augen und wurden durch große, klare Augen mit lilaner Iris ersetzt. Sie wirkten groß und knuffig, als der Höllenhund sich auf den Rücken drehte, die Pfoten in die Luft streckend und samt sprach: »Beherrschen!« Ominousos wollte eigentlich Nein sagen, doch er brachte es nicht über das Herz, weswegen er mit den Worten zustimmte: »Na gut, du kannst mir dann am besten gleich den Weg zu Telephonis zeigen.« »Ja, Herr, zuvor aber noch eine Kleinigkeit. Bitte wähle eine Form für mich.« erwiderte Verzehrerus, der sich wieder auf alle Viere gestellt hatte und dessen Gestalt zu glimmen schien. »Was? Wieso?« erkundigte sich Ominousos verwundert. »Ich habe einen neuen Herrn und brauche daher eine neue Gestalt. Bitte werde ich so, wie ihr mich haben wollt. Und bitte zögert nicht zu lange, denn auch wenn ich aus Fleisch und Knochen scheine, so bin doch auch ich nur geformt aus Mana mit einigen göttlichen Elementen versehen.« erklärte Verzehrerus. »Wenn das die Frauen, die ich bisher hatte, nur auch beherrscht hätten. Na gut, na schön, ich möchte, dass du...« begann Ominousos, doch er wurde von seinen neuen Gefährten unterbrochen, welcher schnell einwarf: »Stellt euch meine Form vor. Form nicht mit Worten, sondern mit eurem Geist.« Ominousos zuckte kurz mit den Schultern, doch dann schloss er die Augen und stellte sich seinen neuen Begleiter vor. Ein Tiger, groß genug auf ihm zu reiten, mit scharfen Klauen und langen Fangzähnen, wie sie ein Säbelzahntiger besaß. Dazu eine große, ockerfarbene Mähne, die bis zu den Knien reichte und sich gut der Tigergestalt anschmiegte. Abstrus hingegen wirkten die drei am Hintern befindlichen Fuchsschwänze, welche einem Löwen gleich zum Ende hin in einen Fellbüschel endeten, welches ebenfalls ockerfarben war. Als Ominousos seine Augen wieder auftat, erblickte er das Wesen, welches er in seiner Fantasie geformt hatte und stolz und erhaben mit seiner Breitseite vor ihm posierte, mit einer sanften, aber direkten Stimme sprach: »Danke, Herr. Danke, dass ihr mich aus Höllenbanden befreit habt. Wie kann ich euch dafür dienen?« »Du bist nicht der Einzige, den es zu erretten gilt. Ich kam Telephonis wegen. Du warst seit einer halben Ewigkeit hier. Kannst du mich zu ihr bringen?« erkundigte sich Ominousos.
Das Ziel ist nah, am Ende dieses Raums. Dort zu erreichen ist fast unmöglich. Antwortete das Wesen. Warum? Was macht es unmöglich, Verzerus? Fragte Ominousheus. Sitzt auf, mein Herr. Ich werde es euch zeigen. Erwiderte Verzerus, ehe Ominousheus mit einem Satz auf ihn sprang und mit seinen Hacken sanft auf den Leib klatschte, um ihn zu deuten, voranzuschreiten. Verzerus eilte regelrecht durch die monotonen Gänge und erreichte schließlich den Ausgang aus dem Raum. Dort drosselte er sein Tempo und schritt langsam durch die große Pforte. Als er sie durchschritten hatte, wurde auch schnell klar, warum es sich nicht zu schnell bewegte. Er befand sich auf einem schmalen Pfad ins Nirgendwo, der nach nur ein paar Metern im Nichts endete. Da der dichte Dunst in diesem Raum entgegen aller physikalischen Gesetze nicht gegenwärtig war, bot sich ein seltsamer Anblick, bei dem der Betrachter nicht so recht zu wissen schien, ob er sich fürchten oder verzaubert fühlen sollte. In etwa 30 Meter Entfernung, direkt gegenüber des abrupt endenden Pfades, befand sich eine kleine Insel, die gerade mal 10 Meter im Durchmesser maß. Auf ihr befand sich ein Thron, der abscheulich mit Dämonenfresken und Kobolden verziert war und aus dunklen Obsidian gehauen schien. Daneben befand sich ein kleiner Thron, der kleiner war und völlig aus weißem Marmor schien. Auf diesen saß, auf einen Arm gestützt, Telephones und redete mit sich selbst wie im Wahn, was ihr keiner verübeln konnte. Bedachte man, dass ich schon eine halbe Ewigkeit auf dieser kleinen Insel verbrachte und ihr Herr und Gebieter, den der Thron neben ihr offenbar gehörte, höchstens monatlich zum Besuch kam und mehr der Fleischeslust als der Rhetorik frönte. Das Ziel vor Augen war doch der Weg dahin nicht meisterbar, denn der weite Abgrund trennte den Helden von seinem doch so nahen Ziel. Auch nach rechts und links gab es nur Weite und Breite, viel zu viel, um mehr als nur einen Abgrund zu sehen, der mehrere hundert Meter tief in eine blubbernde, grüne Masse führte, die verdächtig nach Säure in derart konzentrierter Form aussah, dass sie dermaßen zähflüssig war, dass sie eher fest als flüssig wirkte. Ebenfalls bedrohlich wirkten die halbtransparenten, grünen Blasen, die in vielen verschiedenen Größen aufstiegen und, an der Decke angelangt, zu platzen schienen. Seht her, dies war es, was ich meinte, sprach Verzerus. In der Tat, ein beträchtlicher Abgrund, bemerkte Ominousheus verwundert und stieg vorsichtig von seinem Reittier ab, um an die Spitze des Pfades zu treten. Dort angekommen, tauchte gleich eine kopfgroße Blase vor ihm auf, die er vorsichtig mit ausgestrecktem Zeigefinger berührte. Die Blase blieb an diesen hängen und verwundert betrachtete der Held sie, wobei er sprach: Erstaunlich, sie ist zugleich elastisch als auch fest. Ja, Herr, durch harte Achtsamkeit, denn so fest sie auch zu sein scheinen mögen, so schnell zerplatzen sie auch, wenn etwas Spitzes ihre elastische Schale durchdringt. Daher platzen sie auch an der Decke, wegen der vielen kleinen Spitzen Stalaktiten. Erklärte Verzerus, während Ominousheus ein wenig mit der Blase experimentierte. Mit Druck presste er seinen Finger hinein, ohne dass die Blase platzte. Offenbar ließen sie sich wahrlich nur durch sehr spitze Dinge beschädigen, was ihn auf eine waghalsige, aber zu ihm und seiner Todesverachtung gut passende Idee brachte. Nachdem er sein Schwert abgelegt hatte, wartete er, bis eine Blase auftauchte, die ihn an Körpergröße übertraf, und hielt diese fest, um sie an Land zu ziehen und dann langsam in sie zu steigen. Was habt ihr vor? Erkundigte sich Verzerus. Der Held muss doch schließlich die Prinzessin retten, nicht wahr? Erwiderte der waghalsige Sohn des Mares, als er vorsichtig nach vorne mitsamt der Blase absprang, direkt in Richtung der Insel. Schnell bemerkte er, wie er sein außergewöhnliches Transportmittel zu steuern hatte. Er konnte die Flugrichtung korrigieren, indem er sein Körpergewicht in die gewollte Richtung verlagerte. Zudem konnte er das Aufsteigen der Blase beschleunigen, indem er sich ruhig verhielt, oder ihren Auftrieb verlangsamen, indem er kleine Hüpfer vollführte, weil die Blase, bedingt durch das zusätzliche Gewicht, ohnehin höchstens ein Viertelmaß so schnell aufstieg wie ihre unbelasteten Gefährten. So neigte sich Ominousheus zuerst nach vorn, direkt auf das Ziel zu und machte nach etwa 5 Metern eine ungünstige Beobachtung, als er mit seiner Blase eine der Aufsteigenden rammte. Entgegen festen Körpern, die beim Auftreffen lediglich ihre Richtung ändern und dabei an Geschwindigkeit verlieren, befand er sich in einem, zwar zähen, aber immer noch flüssigen Gebilde, welches nicht wirklich nachgab, sodass sich beim Aufeinandertreffen der beiden Blasen diese schnell zu einer einzigen, größeren vereinigten. Bedingt durch die Größe ergab sich ein kleiner Vorteil, der darin bestand,
dass die Blase langsamer aufstieg, der jedoch von einem weitaus größeren Nachteil überschattet wurde, der darin bestand, dass Ominösos Einfluss auf die Bewegung der Blase mit Zunahme ihrer Größe sank. Und noch ein weiterer Nachteil machte sich nach wenigen Momenten bemerkbar, der in einer unangenehmen Kettenreaktion enden musste. Bedingt durch die größere Oberfläche war auch ein Zusammenstoß mit anderen Blasen erhöht worden. Und wozu würde das führen? Die Blase würde sich immer mehr vergrößern, dadurch eine noch größere Oberfläche erhalten und damit immer schneller heranwachsen. Als Ominösos dies durchdachte, beschlichen ihn zwei mögliche Szenarien, die ihm beide nicht gefielen. Entweder würde die Blase dermaßen an Größe zunehmen, dass ihr Auftrieb zu gering wäre und sie am Boden zerschellen würde und samt Ominösos in den säureartigen Schleim versinken täte, oder sie würde schnell die scharfen Spitzen an der Decke erreichen und zerplatzen, was für Ominösos wieder mit einer Landung dem, vermutlich tödlichen, Schleim zur Folge hätte. Beide Szenarien gefielen ihm nicht so recht und schnell stellte er fest, dass er wohl in nur wenigen Sekunden ein unfreiwilliges Schleimbad bekommen würde. Doch Ominösos wäre nicht Ominösos, wenn er einen bevorstehenden Wahnsinn nicht mit einem anderen Wahnsinn nach seinen Konditionen zu umgehen versuchte, weshalb er diese schnell vergrößernde Blase noch einen Meter vorantrieb, sodass sie sich mittig über eine andere Blase, die etwas so groß wie Ominösos selbst war und sich in etwa 20 Metern Entfernung unter ihm befand, und er tollkühn seinen kleinen Dolch, den er in seinen Schuhen für einen Notfall wie diesen auch bewahrte, hervorzog und seine Blase zerstach, die in einer spektakulären Sprengexplosion, einer Silvesterrakete gleich, zerplatzte, ehe Ominösos nach unten fiel, wobei er so geistesgegenwärtig war, den Dolch schnell in einer seiner Taschen zu verbergen, um die anvisierte Blase nicht zu zerstören. Er landete mit seinem Bein voran auf der Blase, deren Oberfläche widerspenstig nachgab und ihn so sanft in sich aufnahm, wobei die Blase, bedingt durch den heftigen Aufprall, erst einige Meter hinabsank. Ominösos hatte nun etwa ein Drittel des Weges gemeistert und gab nun gut darauf Acht, dass er den Blasen auswich, was sich als schwierig erwies. Jedoch schaffte er dies sehr gut und erreichte so sein Ziel bis auf 5 Metern heran, als er ein weiteres Problem bemerkte. Dadurch, dass die Blase kleiner war, war er auch schneller aufgestiegen und hatte fast die Decke erreicht. Er blickte nach unten, um zu sehen, ob er erneut einen Sturz riskieren konnte, doch entdeckte er keine erreichbare Blase in seiner Nähe. Also musste er sich etwas anderes einfallen lassen. Ein erneuter Blick nach oben offenbarte nichts Gutes, was sich in einem leicht panischen Blick in Ominösos Augen widerspiegelte. Hastig schaute er sich um und bemerkte noch in letzter Sekunde eine besondere Auffälligkeit, die es auszunutzen galt. Da die Stalaktiten nicht direkt über scharfe Spitzen verfügten, zerplatzten die Blasen auch nicht sofort, sondern wölbten sich zuerst um die Spitze, bis sie eine bohnenförmige Form angenommen hatten, um dann doch noch dem Druck in einer Scheinexplosion nachzugeben. Auch bei Ominösos Blase war es soweit. Die Blase traf auf den herabhängenden Stein und begann sich zu verformen, und Ominösos ergriff schnell den Stein mit seinen beiden Händen, woraufhin die Blase platzte. Der Schleim auf dem Stein machte einen Halt schwierig und ständig musste Ominösos seine Handstellung korrigieren, wobei er Zentimeter für Zentimeter hinabrutschte. Ein letzter Blick nach unten, ehe das Unvermeidliche eintraf, offenbarte dem Helden in großer Tiefe eine Blase, die genau unter ihm zu sein schien. Doch war sie groß genug, ihn zu beherbergen? Es gab nur einen Weg, das herauszufinden. Ominösos ließ los und sauste nach unten, aber nicht, wie es ein um das Leben bangender Normalsterblicher tat, indem er seine Augen schloss und mit den Armen wild flatternd in der Luft, so als wenn er noch darauf hoffte, dass eine göttliche Fügung ihm Flügel verlieh, umherwedelte, sondern auf eine Weise, die weitaus besser zu ihm passte. Wie ein Verrückter. Kaum hatte er losgelassen, hatte er sich in der Luft mit dem Gesicht und ausgestreckten Arm nach unten gedreht und sauste nach unten, wobei er ein fröhliches Wuhu! Von sich gab, auf den ein Mann, ist das toll! Folgte. Nach einem langen Fall erreichte er die Blase, die sich als groß genug erwies und ihn aufnahm, wobei sie fast 20 Meter nach unten gedrückt wurde und so nur knapp vor dem Boden abbremste. Und wieder einmal war Ominösos um eine Nahtoderfahrung reicher. Der Rest war leicht und verlief ohne große Probleme. Die geringe Distanz von 5 Metern konnte er durch den langen Aufweg gut überwinden und musste nur noch warten, bis er über der Insel war, wo ein überraschender Telefonis ihn schockiert anblickte. Er zerstach die Blase und ohne große Umschweife sprach er auf direktem Wege zu ihr. Telefonis? Ich bin Ominösos. Ich bin gesandt, euch zu erretten. Wenn ihr mir bitte folgen wollt...
Moment mal, nicht so eilig, ja? Ich bin ja froh, gerettet zu werden und möchte nicht undankbar erscheinen. Aber ist eine kurze Vorstellung seines Selbst und dann die diskrete Aufforderung, jemand blind zu folgen, nicht ein wenig indiskret? Erwiderte die Schöne verblüfft. Frauen. Stöhnte Ominöseus und sprach dann zu ihr. Ich bin Ominöseus, Sohn des Mares. Geboren bin ich im Zeichen des Stiers und ich mag keine langen Spaziergänge am Strand. Der Götterzirkel, ausgenommen Hölle, sendet mich, euch zu retten. Dürfte ich euch jetzt noch einmal bitten, mir zu folgen, oder wollt ihr hier bleiben? Entgegnete der Held etwas genervt. Telephones bemerkte dies und wollte ihn nicht erzürnen. Dennoch fragte sie vorsichtig. Wohin soll ich euch folgen? Na, über die Schlucht. Erwiderte der Held gelassen. Soll über diese Schlucht etwas so wie ihr in den Blasen hochdrehen, dann wieder stürzen und mit etwas Glück auf einer anderen Blase landen? Fauchte sie den Helden an, welcher schlicht entgegnete. Geschick, nicht Glück. Wie kommt ihr auf die Idee, dass ich zu so etwas imstande wäre? Wenn ich so etwas könnte, dann wäre ich selbst schon längst hier verschwunden. Ihr wollt doch ein Held sein, also ist es eure Pflicht. Begann sie zu zetern und Ominöseus bemerkte, dass es sehr viel argumentativer Mühe und Zeit bedürfen würde, sie zum Gehen zu überreden, weswegen er weghörte und das Pergament mit den Aufgaben herausholte und es vor ihren Augen leise las und ihre Ausflüchtungen ignorierte. Er fand schnell die Stelle, die er suchte, wo es um Telephones Rettung ging. Wunderbar! Brachte er hervor, als er gelesen hatte, dass in keiner Silbe etwas davon dastand, wie er sie zu befreien hatte. Lediglich lebend sollte es sein, weshalb er sich für einen sehr unedlen und gar nicht heldenhaften Weg entschied, der ihm einiges an Zeit sparte. Gelassen trat er hinter die noch immer ausufernd redende Telephones und schlug ihr auf den Hinterkopf. Als geübter Krieger traf er exakt die Stelle, die er wollte, sodass sie ohne Schmerzen bewusstlos wurde und es noch für einige Zeit bleiben mochte. Die vielen Selbstgespräche waren offenbar nicht gut. Sprach Ominöseus, als er sich nach unten begab und sie in seine Arme hob, um tollkühn mit ihr in eine Blase zu springen. Durch das hohe Gewicht stieg die Blase kaum auf und ließ sich zudem schnell und agil lenken, sodass er sicher das andere Ufer erreichte, wo bereits Verzerus wartete, der sprach: Ihr seid überaus tapfer. Eher verrückt, aber danke. Bedankte sich der Held, ehe er die Bewusstlose vorne auf Verzerus legte, ehe er sich hinter sie setzte, dass sie nicht runterrutschen konnte und sein Reiter den Befehl zum Losreiten gab, woraufhin Verzerus fragte: Wohin soll es gehen, Herr? Na, zum Ausgang. Nichts wie weg von diesem Ort. Antwortete Ominöseus. Sehr wohl. Bestätigte das tigerhafte Wesen und schritt im normalen Tempo durch die düstere Halle, bis es die Treppe zum Fluss Nyx erreichte. Diese schritt es hinab, wo bereits der Fährmann Norak mit seinem Boot auf dem feurigen Fluss der Verdammten wartete. Dieser schaut überrascht auf, sofern man das kurze Hochblicken seines Kopfes, der in der Kapuze in völliger Dunkelheit verborgen war, überhaupt interpretieren konnte, als sein ehemaliger Fahrgast auf einmal auf den großen Tiger angeritten kam. Gerade als er den kleinen Kahn betreten wollte, bemerkte der Held hinter sich ein kurzes, aber intensives Aufblitzen von einer dunklen Strahlung. Er dreht sich um und erblickte Höllis, welche mit zorniger Miene und zusammengezogenen Augenbrauen auf dem oberen Ende der Treppe stand. Offenbar hatte sich der Herrscher der Unterwelt dazu entschlossen, von seinem hohen Thron herabzusteigen und sich der Sache selbst anzunehmen. Langsam und ehrfürchtig schritt Höllis die Stufe hinab und eine dunkle Aura pulsierte um ihn herum. Als Verzerus seinen ehemaligen Herrn erspähte, schüttelte dieser vor Angst ungewollt Ominöseus und die ohnmächtige Telephones ab und verkroch sich, einer ängstlichen Katze gleich, auf die äußerste Ecke des Kahns in der Hoffnung, von Höllis Zorn verschont zu bleiben. Ominöseus, welcher es noch geschafft hatte, Telephones zu ergreifen, sodass ihr beim Sturz kein Leid zugefügt wurde, richtete sich nach dem Sturz schnell auf und blickte verärgert zu seinem Reittier. Doch als er bemerkte, dass dieses ängstlich in der Ecke des Kahns kauerte und offenbar um sein Leben zitterte, empfand er Mitleid und verzieh ihm sofort seine spontane Flucht. Den Blick wieder auf den zornigen Gott gerichtet, der gelassen die Treppe hinunterschritt, rief Ominöseus: Höllis, was soll das zum Kuckuck? Sie gehört mir. Du hast mir gestohlen, was mein ist, und nun hole ich mir dieses wieder. Drohte der zornige Gott. Es ist euch nicht gestattet, euch einzumischen. Ich erfülle nur die Aufgabe, die ihr mir aufgetragen habt. Verteidigte sich der Held.
Hörles hatte mittlerweile den Fuß der Treppe erreicht und stand in etwa 2 Meter Entfernung dem verunsicherten Sohn des Mars gegenüber, als er sprach: Menschliches Wesen, was glaubst du schon von der Welt zu wissen und gar zu verstehen? Und dann willst du dich auch noch einem Gott in den Weg stellen? Sei kein Narr und gib mir Telephonis wieder, dann verschone ich dein unwürdiges Leben. Eine Aufgabe stellen und dann selbst eingreifen, weil jemand sie zu erfüllen bedroht? Das ist schwach, das ist ungerecht! Rief der Held, wobei er, wohl wissend, dass ein Kampf gegen einen Gott aussichtslos wäre, einen vorsichtigen Schritt nach hinten trat. Dies ist mein Reich. Hier gibt es keine Gerechtigkeit. Rief Hölles und streckte seinen Arm gen Himmel, oder vielmehr gen Decke, zum oberirdischen Reich und formte auf eine magische Art und Weise eine Kugel aus dunkler Energie, eine Form des Manas, weit stärker als jene, deren sich die sterblichen Wesen bedienen, denn sie nutzen nur das vorhandene Mana, Rest von göttlichen Mana wie diesen, welches am Anfang der Welt alles geschaffen hat. Sozusagen war das göttliche Mana eine Art konzentrierte Form des Manas, welches den Sterblichen zugänglich ist. Noch einen letzten Wunsch. Erkundigte sich der Gott der Unterwelt. Ja, Gerechtigkeit. Erwiderte Ominousos geistesgegenwärtig. Hölles war verblüfft von diesem seltsamen Wunsch und zog daher zweifelnd ein Augenbrauen hoch, wobei er sprach: Überlege dir etwas anderes. Es gibt hier keine Gerechtigkeit, wie bereits gesagt. Auf einmal tauchte aus dem Nichts eine zarte Frauenhand neben Hölles Kopf auf, welche ihn den Daumen und Zeigefinger am Ohrläppchen packte und zu sich zog, wobei beide wieder im Nichts verschwanden, wobei zu ihrer Stimme zu hören war, die sprach: Gerechtigkeit kennt keine Grenzen und ist überall da, wo Sterbliche sich ihrer nachsehen. Autsch! Rief der Gott der Hölle noch kurz bevor er verschwand, aus Schmerz von dem Kniff in das Ohrläppchen. Brachte Ominousos erleichtert hervor und senkte dazu sein Haupt, so als wäre eine schwere Last von seinem Herzen gefallen. Er beugte sich zu Telephonis hinab, nahm sie in seine Arme und trug sie auf den Kahn. Dort angekommen, trat er vor Verzererus und sprach zu diesem: Du kannst hervorkommen, Hölles ist weg. Bitte schlag mich nicht. Brachte der gar nicht mehr so imposant wirkende Tiger hervor. Ominousos setzte Telephonis vorsichtig ab und streichelte dann Verzererus sanft über den Kopf, wo er sanft und sorgsam sprach: Ich vergebe dir. Ich habe nicht vor, dich zu schlagen. Sofort blickte die zu groß geratene Schmusekatze fröhlich auf und schnurrte ob des zärtlichen Streichelns seines Herrn und sprach: Ihr vergebt mir, obwohl ich euch im Stich gelassen habe, gerade als ihr mich brauchtet. Ja, zuerst war ich zornig, doch ich sah, wie groß deine Angst vor Hölles war und verzeihe dir deshalb. Niemals möchte ich, dass jemand, der auf meiner Seite steht, sich so sehr vor mir fürchtet wie du vor Hölles. Daher werde ich dich nicht schlagen. Erwiderte ein geläuteter Ominousos. Welch weise Worte, Herr. Sprach die Katze zufrieden. Ja, aber eine sehr späte Einsicht meinerseits. Wenn ich bedenke, wie ich einst meine Männer behandeln ließ, wenn sie versagten. Ich habe sie hart bestrafen lassen, so wie es mich die Kriegskunst lehrte. Doch jetzt sehe ich, dass dies nur dazu führte, dass sie mich fürchteten. Wen wundert es da, dass sie nicht loyal waren? Ich habe es damals nicht besser verstanden, doch jetzt verstehe ich es. All die Abenteuer, die Gefahren, denen es zu trotzen galt, brachten mich dieser Erkenntnis näher. Weißt du, vielleicht bin ich der Sohn des Mares, vielleicht lodern die Flammen des Krieges in meinem Blut und vielleicht werden diese niemals versiegen können und vielleicht sind wir alle auch mental durch die Geburt in eine feste Form gezwungen. Aber ich glaube, dass wir innerhalb dieser festen Form uns ändern können. So gesehen habe ich bereits einen unschätzbaren Lohn für die Aufgaben erhalten, der in meinem Herzen und in meiner Seele aufgehoben ist und so zu einem Schatz ward, der mich ständig überall hin begleitet. Philosophierte Ominousos, jetzt hätte er eine göttliche Eingebung verspürt. Erkundigte sich Verzererus und Ominousos schweifte wieder zurück in die Realität und sprach zu seinem Gefährten: Nun wollen wir aber diese stickige Gegend verlassen. Würdest du Telephonis und mich wieder auf deinem Rücken tragen? Gewiss, so habe ich es euch versprochen.
erwiderte Phaserus, und Ominösus du Telephones auf diesen, wie er sich selbst auch auf ihn setzte und zu Norak sprach. Legt ab, Fährmann, wir wollen wieder zurück. Norak nickte und stieß mit seiner Starke den Kahn vom Ufer ab, um den Nix wieder zurückzufahren. Auf der Rückreise passierten keine ungewollten Zwischenfälle, und so erreichte der Sohn des Mares unbeschadet das Ufer zu der Oberwelt. Dort angekommen, bedankte er sich bei Norak und trat in das Tor zu der Oberwelt und war im Handumdrehen wieder auf dem Friedhof von Thronein. Offenbar waren einige Tage vergangen, denn der erste Anblick zeugte davon, dass einige Gebäude bereits wieder errichtet worden waren, allen voran das Seminar, welches etwas höher herausragte als die anderen Gebäude. Phaserus schnüffelte in der Luft und Ominösus sprach zu ihm: Was hast du? Diese Luft, so klar und erfrischend. Es ist so, als könnte man das Leben einatmen. Erwiderte der Kater. Ja, ich bin auch froh, aus den Schwefelschwaden entkommen zu sein und endlich wieder die Oberflächenluft zu atmen. Bestätigte Ominösus. Ihr Menschen habt wahrlich ein Glück, an solch einem Ort zu leben. Auch wenn sie so kühl ist. Brachte Phaserus hervor. Daran wirst du dich schon noch gewöhnen, Phaserus? Fragte Ominösus straff. Ja, Herr. Antwortete das Tigerwesen. Du hast mir sehr geholfen. Wenn dir diese Welt gefällt, so steht es dir jetzt frei zu gehen. Brachte Ominösus generös hervor. Wohin zu gehen, Herr? Erkundigte sich Phaserus. Wohin du willst? Antwortete Ominösus. Dann möchte ich dahin gehen, wo ihr seid. Ich möchte bei euch bleiben, ich bitte euch. Bettelte der Kater und schaut mit großen Kulleraugen Ominösus an, welcher daraufhin gerührt zustimmte und dann sprach: Dann bringen wir nur noch Telephones an einen sicheren Ort und widmen uns dann der nächsten Aufgabe.